Was habe ich da gehört? Es wurde ein Diss-Track gegen mich veröffentlicht. Du denkst, du kannst dich mit Leon TV anlegen, okay? Ich werde dich jetzt für nichts rechtfertigen, was in diesem Video mir vorgeworfen wurde, Mann. Du legst dich mit dem King von YouTube an. Du legst dich mit dem King of Lost Places and Mysteries an. Da ist niemand, der an mich rankommt. Ein Jahr ist es her, dass der Diss-Track von Noah gegen mich rauskam und ich reagiert habe und euch gesagt habe, hey, ich werde darauf einen Diss-Track machen, weil ich Bock drauf habe. Ich werde zurück einen Konter machen und bis heute ist nichts passiert. Dementsprechend haben mich gefühlt alle meine knapp 50.000 Abonnenten jetzt vor kurzem angeschrieben und haben gesagt, Leon, es ist noch ein Diss-Track raus. Und der ist nicht ohne. Der ist nicht ohne. Also so kann ich es nicht stehen lassen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, komm, verschiebst du das Lost Place Video nochmal um eine Woche. Also dass wir jetzt diesen Freitag kommen und ab da geht es wieder normal los. Aber jetzt erstmal werde ich auf Noahs neuen Diss-Track reagieren und ihr seid live dabei. Leute, ein kleines bisschen aufgeregt bin ich ja schon. Okay, und los geht's. Lektion 1, der Verrat. Das war alles nur ein Fake, vollkommen inszeniert. Leon wollte Klicks, also hat er es probiert. Er hat das Concept 3 kopiert und einen YouTube-Beef gestartet. Dass du mich vor die Meute wirfst, hätte ich nie erwartet. Da muss ich schon Pause machen. Ja, Noah und ich kennen uns und wir kannten uns von Anfang an. Und es war so, dass wir eine Wette gemacht haben. Es ging um irgendwas mit Wrestling. Und wir haben gesagt, der Verlierer von dieser Wette, der muss einen Diss-Track gegen den anderen machen. Noah hat diesen Diss-Track direkt publik gemacht. Er hat den auf YouTube hochgeladen, hat den fett angekündigt bei unserer ganzen Stufe. Also er hat den dann direkt auch in die Stufengruppe gepostet, sodass es jeder sehen konnte. Dementsprechend habe ich öffentlich auf YouTube reagiert. Natürlich kannten wir uns vorher und haben uns auch gut verstanden. Wir gehen nicht privat und dies und das. Und du machst einen Diss-Track und ich werde wahrscheinlich einen Konter gegen dich raushauen. Gut, das ist jetzt nicht passiert. So ist es halt. Ich fand, es war eine geile Sache. Ich habe es auch den ganzen Leuten, die mich angeschrieben haben und die gefragt haben, hey, was ist da los? Den habe ich auch gesagt, nehmt das Ganze nicht so ernst. Ich habe selbst in dem Video gesagt, das hat er jetzt rausgeschnitten, dass ihr das nicht ernst nehmen sollt. Es steht, ihr könnt in die Kommentare von dem alten Video gucken. Es haben Leute gefragt, ich habe es beantwortet. Ich habe es selbst in dem Video erwähnt. Also das ist jetzt erstmal nichts Neues. Leon, du hast eine Wette vorgeschlagen und ich war zu dumm und zu naiv, um Nein zu sagen. An einem Abend, an dem wir... Ja, da geht er jetzt auf die Wette ein. ...kam dir die Idee, denn wir waren betrunken. Warte, hat er gerade gesagt, dass ich betrunken war? Hat er es gerade gesagt? Keine Ahnung. Ich trinke keinen Alkohol. Du hast mit einem Video unsere Freundschaft beendet. Jahrelang war ich von dir Heuchler geblendet. Ich habe mit dem Video unsere Freundschaft beendet. Moment mal, du hast den Diss-Track öffentlich gemacht und ich habe darauf reagiert und wir haben das total gefeiert beide. Ich weiß noch, wie wir uns unterhalten haben per WhatsApp. Keine Ahnung. Warum soll ich unsere Freundschaft beendet haben? Gib zu und du bist ein Verräter. Fakt. Leugne es und du bist ein Lügner. Es ist egal, denn die Wahrheit kennt jetzt jeder. Du bist ein Betrüger, doch ich stehe da drüber. Er sagt die ganze Zeit, dass ich ein Lügner und Verräter bin und dass die Wahrheit jetzt jeder kennt. Welche Wahrheit? Die Wahrheit, die sowieso schon klar war? Lektion 2. Fanliebe. Dieser eine in der Schule. Der kleine Junge, der repräsentiert meine Fanbase, Mann. In einem Spaß, Alter. Da sind schon viele Dumme bei, aber... Ja, was willst du machen, ne? Kleine ist gesagt, verpisst euch. Ich mach bei jedem Video Klicken. Okay, also er benutzt private Audios und das meinte ich mit, dass schon viele Leute mir gesagt haben, dass dieses Video jetzt tatsächlich zu weit ging. Wie gesagt, wir hatten diese Wette und wir haben immer gesagt, wir bewegen uns auf öffentlicher Ebene und jetzt nimmt er private Audios mit rein, die aus dem Kontext gerissen sind. Ich höre mir die erstmal an und dann sage ich was dazu. Das gebe ich sogar zu. Bei jedem Video mache ich das Thumbnail so krass, dass du das unbedingt anklicken willst. Gut, dass die Audio kein anderer von meinen Zuschauern hat. Du verarschst deine... Okay, also, wie gesagt, die Audios sind komplett aus dem Kontext gerissen. Ja, das habe ich so gesagt und das habe ich wahrscheinlich auch so gemeint. Klar, meine Thumbnails sind Clickbait, genauso wie alle anderen YouTuber auch Clickbait machen. Ich persönlich unterscheide aber zwischen zwei Arten von Clickbait. Einerseits Clickbait, der einfach nur Bullshit ist, weil er Sachen verspricht, die nicht im Video vorkommen. Und andererseits Clickbait, so wie es auch bei Filmcovern sind oder irgendwas, wo man einfach das
Geilste von dem Video in den Titel und die und das Thumbnail packt, so man, dass man es anklicken möchte. Und genau das tue ich. Ich hole mir die geilste Szene aus dem Video, mache den attraktivsten Titel und das attraktivste Thumbnail darauf, sodass man dieses Video anklicken möchte. Ich meine, warum sollte ich so viel Arbeit in ein Video stecken und ihr wisst, wie viel Arbeit, oder wenn ihr es nicht wisst, wie viel Arbeit ich in ein Video stecke. An einem Mystery sitze ich locker 2 Tage dran, aber komplett. Das sind 48 Stunden pure Arbeit, okay? Und inwiefern ist es da nicht legitim, ein Thumbnail und einen Titel zu erstellen, wo man auf das Video klicken möchte? Und ja, diese Videos beanspruchen viel Zeit und ich finde, wie gesagt, da ist es legitim, wenn man Clickbait benutzt. Zumindest kein Bullshit-Clickbait, indem man Sachen im Titel und Thumbnail verspricht, die nicht da sind. So, jetzt zum anderen Punkt. Es ging um Fans, die einfach nur krank sind. Ich sag mal so, 90% der Fans, die jetzt da draußen dieses Video schauen, ich feiere euch, ihr seid richtig cool. Es macht Spaß, euch auf der Straße oder sonst wo zu treffen, zumal wie oft treffe ich Leute oder Fans auf der Straße? Warte mal, nie? Keine Ahnung, ich bin jetzt kein YouTuber mit 2 Millionen Abonnenten oder so. Ich kann es noch an der Hand abzählen, wie oft ich Fans getroffen habe, irgendwo in der Stadt oder auf der Straße. Worüber wir da gesprochen haben, waren Sachen bei der Schule. Und da war es tatsächlich so, ihr habt es in der Mottowoche gesehen, dass bestimmte Leute, und über die habe ich auch in der Audio gesprochen, immer wieder ankamen und mich nicht in Ruhe gelassen haben. Ab einem Punkt war es sogar so weit, dass meine Mitschüler gesagt haben, Leon, geh mal mit deinen Fans ein Stückchen weg oder so, weil wir wollen unsere Ruhe haben, was ich 100% nachvollziehen kann, weil halt wirklich vereinzelte Leute nicht wissen, wo die Grenze ist. Und sowas ist Kacke. Das nervt einfach. Und genau über das habe ich mit ihm gesprochen. Keine Ahnung, wie der das so aus dem Kontext reißen konnte, dass es sich anhört, dass ich meine Fans für dumm verkaufe und die mir völlig egal sind. Gut gemacht, ganz ehrlich, gut gemacht. Aber weißt du was, du hast natürlich recht. Meine Fans sind mir völlig egal. Ich investiere zwar jeden Tag nur ein paar Stunden, um auf jedes einzelne Kommentar einzugehen und zu antworten, aber du hast recht, die sind mir völlig egal. Sie dann noch zu blenden und gegen mich zu wenden. Doch damit ist der Schluss, deine Zeit wird jetzt enden. Zuerst. Ich musste sie gar nicht blenden und gegen dich wenden. Die haben sich ihre eigene Meinung gebildet. Schaut auf diese Welt. Das Einzige, was Leon will, ist das Riesengeld. Ach so, ich will das Riesengeld, okay? Ich möchte dir mal sagen, wie viel ich für YouTube investiert habe. Ich habe so viel Geld in Kamera, Equipment und alles investiert. Diesen Laptop, ja? Ich habe ein halbes Jahr lang, habe ich zu meinen Freunden gesagt, nein, sorry, wir können heute nicht irgendwie mal essen gehen oder dies oder das oder ins Kino, weil ich einfach nur auf diesen Laptop hingespart habe. Warum habe ich auf den hingespart? Damit ich schneiden kann, wenn ich nämlich zur Arbeit fahre nach Köln. Ich wohne ja in Gelsenkirchen bekanntlich. Da habe ich 3 Stunden lang nichts zu tun. Hinfahrt, Rückfahrt, 6 Stunden insgesamt. Das heißt, ich habe mir diesen Laptop zugelegt, ein halbes Jahr lang für gespart, damit ich schon Videos im Zug schneiden kann. Und genauso sieht es mit allem anderen aus, was hier steht. Hier, die Lampen, die hier stehen, die kosten auch Geld. Da hinten ein anderes Objektiv, was da rumliegt, eine andere Kamera für andere Zwecke, das Stativ, auf dem die Kamera steht, das Mikrofon, was oben dran ist. Noah, du glaubst nicht, wie viel das alles kostet. Und denkst du, mit meinen paar tausend Klicks, die ich da im Monat kriege, kriege ich das Geld wieder rein? Quatsch. Quatsch ist das. Ich habe als Hobby mit YouTube angefangen und es wird auch in 10 Jahren noch mein Hobby sein. Natürlich. Natürlich ist es der Fall, dass mittlerweile ich anfange, Geld damit zu verdienen. Aber das ist der Punkt. Ich fange an, Geld damit zu verdienen. Fange an. Wenn YouTube sagt, hey, das, was du machst, ist geil, wir geben dir Geld dafür. Ich möchte mal bitte wissen, wer von euch da Nein sagen würde, ganz ehrlich. Wahrscheinlich niemand. Und genau das ist der Punkt. Was ist denn falsch daran, dass ich mit meinen Videos, die ich hauptsächlich eigentlich nur als Hobby mache, Geld verdiene? Was ist daran falsch? Was sie eigentlich wollen, interessiert dich nicht. Ach so, und deswegen frage ich euch, was ihr für Videos sehen wollt. Ich mache immer wieder Umfragen, um mir Meinungen zu holen, um zu fragen, was wollt ihr? Ich bin offen, ich habe Bock, Videos zu produzieren. Was wollt ihr sehen? Deswegen sind wir dir jetzt scheißegal. Keine Ahnung, hört sich für mich nicht so an. Im Gegensatz zu dir bin ich durchaus ehrenhaft. Ich machte den Track wie ein Ehrenmann. Durchaus ehrenhaft. Deswegen hättest du es jetzt nicht auch einfach so stehen lassen können. Ganz im Gegenteil, du hast einen zweiten Diss-Track jetzt rausgehauen, bei dem du dich auf privater Ebene bewegst. Und das geht zu weit. Ich habe lange appelliert, doch die Lage akzeptiert. Den Plan, mich zu verraten, hast du Jahre anvisiert. Den Plan, dich zu verraten, habe ich Jahre anvisiert. Noah, natürlich kennen wir uns schon seit der 5. Klasse. Sag mir mal bitte, wie lange haben wir wirklich persönlichen Kontakt miteinander?
Ja, ein Jahr, höchstens 2 Jahre. Und ich habe jahrelang geplant, dich zur Sau zu machen. Alter, ey, jetzt ist es langsam. Das ist ja mega dumm. Also, ich habe das Gefühl, so far schießt du dir hier mit dem Video ein Eigentor. Verarsch deine Fans, beleidigst sie nur, manipulierst sie und machst es auf die Tour. Wo habe ich die denn beleidigt? Sprechen wir jetzt über die, die mich genervt haben? Habe ich gerade schon erwähnt, das war auf die, die mich genervt haben bezogen und nicht auf alle. Ihr müsst wissen, wem ihr glaubt, es gibt einen Haufen Orte. Doch ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich will... Ja, immer noch. Wir kennen uns. Ist richtig. Ich brauche mich nicht wiederholen, oder? Macht er ja schon. Ich gehe ja nicht in verlassene Orte, um Klicks abzustauben. Denn dann würde ich wohl eher Assi-Content oder sowas machen. Ich gehe ja nicht in verlassene Orte, um Klicks abzustauben. Yo, Alter, wie er schon am Fronten ist, bevor der Diss-Track überhaupt draußen ist. Muss, Alter, muss. Aber... Junge, das Ding ist, das kommt richtig glaubwürdig, weil man halt, das ist halt wirklich so gesehen ja kein Assi-Content, weißt du? Gut, dass die Claudio kein anderer von meinen Zuschauern hat. Immer noch. Jeder, der mich kennt privat, der weiß, dass ich 90% meiner Aussagen absolut sarkastisch sind. Er hat diese Audios, er hat sie favorisiert, um jetzt gegen mich zu verwenden, um sie aus dem Kontext zu reißen. Und es so aussehen zu lassen, als wenn es mir nur um die Klicks geht und mir alles scheißegal ist. Ich habe gerade schon gesagt, wenn es mir nur um die Klicks gehen würde, warum würde ich dann so viel Geld in YouTube investieren? Warum würde ich dann eine Ausbildung zum Mediengestalter machen? Ich mache das total gerne, das ist meine Leidenschaft. Und anscheinend ist deine Leidenschaft, irgendwie den Tag von anderen Leuten zu versauen und andere Leute runterzumachen. Aber hey, und ich könnte jetzt hier locker mein Handy rausholen und 10 Audios von dir abspielen, die genauso Schwachsinn und Scheiße sind. Und das könnte man wahrscheinlich von jedem Menschen auf dieser Welt machen. Wenn er solche Audios abspielt, indem ich mich so über meine Fans lustig mache und so, ey, ja, Alter, ist mir so scheißegal, gib mir nur die Klicks. Natürlich wirst du solche Audios von mir finden, aber jeder, der mich kennt, weiß genau, dass das zum Provozieren ist und dass es Sarkasmus ist. Sagt euch Sarkasmus was? Sagt dir das was, Noah? Wahrscheinlich nicht. Ah, warte doch. Wahrscheinlich schon. Das wusstest du ja auch. Aber die nächsten Audios oder die davor hast du ja gar nicht abgespielt und gezeigt. Von daher, das sagt ja schon, was für einen Aussagewert diese Audios haben. Lektion 3. Intoleranz. Sein Bock auf Arbeit und willst dich davor drücken. Für ein bisschen Geld schießt du jedem in den Rücken. Inwiefern will ich mich vor jedem Stückchen Arbeit drücken? Noah, wie schon erwähnt, ich habe jetzt meine Ausbildung angefangen und bin von morgens 6 Uhr bis abends 21 Uhr unterwegs und dann komme ich erst nach Hause. Denkst du, da ist noch viel Zeit für irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Und die Zeit, die ich im Zug habe, wo ich schon frei bin sozusagen, die investiere ich in YouTube. Du bist so ekelhaft, dieser Diss war leicht zu schreiben. Du verkackst die Schule und gibst anderen die Schuld. Siehst es, kommt gut an und startest den Tumult. Du hast Ich verkack die Schule und gebe anderen die Schuld. Mein Durchschnitt ist 2,9, damit bin ich durchaus sehr zufrieden. Das hat nichts mit Schule verkacken zu tun, das hat einfach was damit zu tun, das Video, was ich gemacht habe, aber anscheinend hast du die Message nicht verstanden. Dass erstens sowieso generell was mit dem Schulsystem falsch ist und zweitens bei unserer Schule, und das die Meinung teilen die meisten Schüler von uns und du übrigens auch, ich könnte jetzt noch mal eine Audio abspielen an euch, aber das mache ich nicht, weil ich will mich nicht auf privater Ebene bewegen, wo du sagst, ja Leon, du hast recht, unsere Schulleitung ist einfach Bullshit. Und das sagen halt die meisten. Und genau darum ging es auch in dem Video. Und nicht darum, dass ich die Schule verkackt habe. Du stellst sie ins Internet, Filmslehrer, ohne Einverständnis kriegst dann Ärger. Du kommst in dein Noah, ich weiß nicht, wo du deine Infos her hast, aber es war nicht mal der Fall, dass irgendein Lehrer nicht zu sehen sein wollte. Das habe ich auch im Video erwähnt. Darüber habe ich auch mit dem Schulleiter gesprochen. Der einzige Grund, warum ich diese Videos runternehmen musste, ist, dass der Schulleiter nicht wollte, dass ich auf seinem Schulgelände filme. Das war der einzige Grund. Es gab keinen Lehrer oder keinen Schüler, die nicht auf dem Video zu sehen sein wollten. Und wenn, haben sie es mir privat geschrieben und dann habe ich die schon sowieso rausgenommen. Sieht darauf hin, das nennt man eine Straftat. Jochgrim Flashbacks, genau das gleiche Drama. Du solltest nur 2 Szenen löschen, doch das hat... So, ich sollte nur 2 Szenen löschen. Nein, der Schüler, der kam auf mich zu, hat gesagt, ich soll alle Videos runternehmen. 10 Videos. In einem Video davon, bei einer Szene, kam eine Person drin vor, die nicht zu sehen sein wollte. Wo ist das Schrumpplatz-Video? Wie war das nochmal? Du sagst, du hast gelernt, du machst es nochmal? Wiederholungstäter, doch Zeit für die... Moment, der Schrottplatz, ja, der war offen, der war begehbar. Da haben wir unser Video gedreht. Dann kamen wir an einem anderen Tag wieder dahin, ja,
Und dann war der Besitzer da und hat alles zugemacht. Und der kam auf uns zu und hat uns gebeten, die Videos runterzunehmen. Habe ich gemacht und es war alles gut. Wo ist da jetzt irgendwas schiefgegangen? Wo? Du darfst nicht zur Zeugnisverleihung und warst richtig traurig, doch dir war scheißegal, denn beim Abiball warst du auch nicht. Ja, beim Abiball war ich nicht. Ich war da schon in Belgien bei meinem besten Freund. Bei dem war ich da. Ja, ich war beim Abiball nicht. Natürlich nicht. Und warum ist es jetzt nicht legitim, wenn es mich traurig trotzdem traurig macht, dass ich bei der Zeugnisvergabe selbst nicht dabei sein durfte? Dass ich beim Abiball nicht dabei war, das ist schon über ein halbes Jahr klar. Über ein halbes Jahr. Die Schule hat dich angezeigt, das nennt man üble Nachrede. Denn das hat sie nicht. Das war nur eine Maßnahme. Es ist Zeit, dass ich das hier klar mache. Nein, die Schule hat mich auch nicht angezeigt und das hat auch niemand behauptet. Ich habe behauptet, dass die Schule mich anzeigen wird, wenn ich die Videos nicht lösche. Das habe ich behauptet und es stand niemals etwas anderes im Raum. Du bringst nur durch Lügen Schlagzeilen, doch hier treffen dich ohne Schlagzeilen. Du trägst die Geschichte, die ey, sorry, aber das ist arm, Alter. Das ist schon wirklich arm. Du hast es wie bei Paul gemacht, denn du hast ihn auch gehasst. Was gibt wir bitte dafür, dass du immer Auge machst? Ich könnte weiter erzählen und alles auspacken, doch dann müsstest du ab heute auf der Straße aufpassen. Was hat das jetzt mit Paul zu tun? Warum ist Paul in diesem Video? Moment, Paul, mit dem habe ich früher Videos gemacht, mit dem habe ich super oft gezockt. Ich zocke halt nicht mehr, dementsprechend, keine Ahnung, ist der Kontakt leider verloren gegangen. Paul, keine Ahnung, falls du dieses Video siehst, schreib mir gerne. Ich feiere dich total, ich feiere dich auch heute noch. Ich wüsste nicht, warum wir irgendwie auf einmal jetzt Theater miteinander haben. Aber keine Ahnung, warum du jetzt in diesem Video neben Noah zu sehen bist. Ehrlich gesagt, das verdutzt mich etwas, weil ich dachte, zwischen uns wäre noch alles cool, nur halt, dass wir leider keinen Kontakt mehr haben, Alter. Das waren geile Zeiten. Paul, schreib mich bitte an. Was ist da passiert? Irgendwas ist falsch gelaufen. Okay, ich mach weiter. Ein ehrenloser Mensch mit unverdienten Abos. Bald kommt der Merch. Manche machen seit einem Monat oder so einen YouTube-Kanal, in dem die nur darauf aus sind, viele Abonnenten und Geld zu gewinnen. Und sind damit auch noch erfolgreich. Ich habe jetzt knapp 50.000 Abonnenten. Ich glaube, wenn ich sage, dass ich seit 2012, also seit über 5 Jahren, aktiv Videos produziere und da wirklich mein Herz reinstecke, ist das gerechtfertigt, dass ich diese knapp 50.000 Abonnenten habe oder nicht? Beantwortet euch die Frage mal selber. Lektion 4. Mysteries. Was soll das mit den Geistern? Wem willst du das verkaufen? Selbst mein 10-jähriges Ich würde das nicht mal glauben. Früher waren sie halt... Musst du ja auch nicht. Weil genau jeder weiß, dass wir Sachen inszenieren. Geschichten schreibe ich nicht mehr. Ich habe die Kamera gehalten, dir die Story geschrieben. Meinen Namen zu erwähnen, hast du gekonnt vermieden. Was? Du hast mir die Kamera gehalten und die Stories geschrieben? Was? Du hast nicht einmal in irgendeinem Video eine Kamera für mich gehalten. Wir haben uns nie privat getroffen, Noah. Nie. Lektion 5. Schüsse. Geldmeister mit Hausfriedensbruch, Clickbait und Verarsche. Die YouTube-Aktien fallen und dort wieder auf der Straße. Geld machst du mit Hausfriedensbruch, Lügen und Verarsche. Geld mache ich mit meinen Videos und das auch erst seit kurzem und nicht viel. Die Kosten, die ich habe für meinen YouTube, die sind bei weitem höher als meine Einnahmen. Warum sieht man nichts mehr von Paul? Warum sieht man nichts mehr von Meta? All die Lügen, die du bringst, sind nur billiges Gerede. So, warum sieht man nichts mehr von Paul? Warum sieht man nichts mehr von Meta? Die Szene mit Meta werde ich hier auf jeden Fall, die möchte ich, dass du die runternimmst, weil mit Meta habe ich noch ein bisschen Kontakt, auch nicht mehr viel. Das liegt einfach daran, dass er aus YouTube und der ganzen Geschichte raus sein will für seine spätere Arbeit und dies und das. Alles kein Problem. Noah, kannst du bitte diese Szene mit Meta rausnehmen? Das frage ich dich jetzt im Namen von Meta, weil Meta will da nicht mehr auf YouTube zu sehen sein und du bringst ihn jetzt wieder in die Öffentlichkeit, ohne dass es will, finde ich scheiße. Und mit Paul, wir haben uns auseinandergelebt, das habe ich gerade schon gesagt. Da ist nichts passiert oder so zwischen uns. Wie gesagt, Paul, du warst wieder zu sehen bei der Szene. Schreib mich bitte an, wenn wir irgendein Problem miteinander haben. Ich will nicht, dass irgendwann der Moment kommt, wo wir uns in der Bahn sind und uns nicht Hallo sagen. Das finde ich schade drum. Kauf lieber dein letztes Hemd auf eBay kleiner zeigen. Ich fasse dich jetzt zusammen, schau Lügen, Scheiß, Comedy. Ja, ich habe meine alten Klamotten auf eBay kleiner zeigen verkauft. Und jetzt? Alter, was sind das bitte für Argumente? Deine Videos sind witzlos, dein Content ist gefaked. Du bist kackenreich geblieben, benutzt immer noch Clickbait. Du ehrenloser Mensch, ziehst Freunde durch den Dreck. Im Gegensatz danke zu dir wirkt der Teufel quasi nett.
Lektion 6, die Abrechnung. Ich will keinen befürworten, doch gib denen Like, seid ihr den Verräter am Supporten. Dich bei Marvin hochzuziehen von den... Dich bei Marvin hochzuziehen. Dich bei Marvin hochzuziehen. Ich kenne Marvin, seitdem er, keine Ahnung, 30.000 Abonnenten hat. Wir haben dasselbe Hobby. Marvin ist ein richtig korrekter Typ. Es macht immer Spaß, was mit ihm zu unternehmen. Manchmal machen wir auch einfach Sachen, die gar nichts mit Lost Places zu tun haben und treffen uns einfach nur, um eine Runde zu grillen oder irgendwas. Das ist asozial, sowas zu sagen. Du mischst dich gerade in eine Beziehung zwischen mir und einem anderen Menschen ein und behauptest, dass ich das nur mache, um mich an ihm hochzuziehen. Alter, krank. Presse, ich hab noch 5 Minuten, die dein Leben zerstören. Forder ist heraus, dass sie wird jeder hören. Okay. Ich könnte jetzt total ausflippen wie im letzten Video und das Ganze mehr aufziehen, als es eigentlich ist. Ich bin, traurig, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, dass all dieser Diss-Track und dies und das, dass wir uns auf öffentlicher Ebene bewegen. Ich weiß nicht, was zwischen uns passiert ist, dass du so einen Hass auf mich empfindest, dass du so versuchst, mich in Grund und Boden zu treten und irgendwie meine YouTube-Karriere, wenn man es überhaupt so nennen kann, in Grund und Boden zu treten. Zumal, mal ganz ehrlich, wenn wir wirklich ein Problem miteinander haben, dann dachte ich, dass man das heutzutage anders klärt. Alter, von mir aus treffen wir uns auf einen Kaffee oder so, oder was weiß ich, und quatschen über all die Sachen und über die Probleme, die du mit mir hast. Aber einen Diss-Track auf YouTube zu machen, indem man mit allen Mitteln versucht, irgendwie den anderen runterzureden und schlecht zu machen und zu beleidigen, finde ich einfach nur schade. Ich werde da jetzt auch keinen Diss-Track gegen machen, weil ich es einfach, ich finde, es ist irgendwo zu weit gegangen. Es ist, mich verletzt das schon tatsächlich, auch die Sache mit Paul und Mete irgendwie, was du gesagt hast. Meiner Meinung nach Bullshit, warum da jetzt auch Paul im Video zu sehen war, keine Ahnung. Wir leben in einer Welt, ey, wir sind weit genug, dass wir uns, wenn wir ein Problem miteinander haben, gerne reden können. Nun ja, jetzt ist das Ganze mal öffentlich und es haben alle im Wind davon bekommen, weil ich halt damals dachte, okay, das ist auf dieser Ebene, aber jetzt hast du das neue Video gemacht und jetzt ist es auf, keine Ahnung, auf der Ebene, auf einer richtig bösartigen Ebene und dementsprechend konnte ich jetzt nicht anders, anstatt hier auch drauf zu reagieren, weil ich will nicht mit irgendwem Streit haben. Ich hasse es, mit irgendwem verhasst zu sein oder dies und das. Wir hatten eine geile Zeit miteinander. Warum musst du die jetzt dadurch kaputt machen? Ich habe es als eine geile Zeit empfunden. Warum muss man sich verstreiten? Es wäre auch viel schöner, wenn alles in Harmonie wäre. Und von meiner Seite aus kommt nicht viel mehr als Harmonie. Von meiner Seite ist kein Hass da auf dich oder auf irgendwen. Ich hoffe, du und vielleicht andere da draußen, die jetzt überlegen, einen Diss-Track zu machen oder irgendwelche Hasskommentare bei Noah dazulassen oder Dislikes, überlegen sich dasselbe. Leute, habt euch lieb und jeder von euch kann sich jetzt wirklich eine eigene Meinung dazu bilden. Ich möchte keinem von euch vorschreiben, was ihr denken oder glauben sollt, weil ihr habt ein eigenes Gehirn, mit dem ihr denken könnt. Bildet euch eure Meinung und wir sehen uns Freitag im nächsten Lost Place. Ciao.